Hallo, ich bin die Corinne. Ich bin die Corinne, ich bin 27 Jahre alt und ich bin seit der Geburt HIV-positiv und musste bis zu meinem Abitur daraus ein Geheimnis machen. Ich konnte nicht mal meinen Freunden davon erzählen. Und als ich dann ein Abi fertig hatte, habe ich mich dazu entschlossen, mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und mich zu outen. Ich bin 1995 in Braunschweig geboren und bei Untersuchungen, die man als kleines Kind so macht, hat sich dann herausgestellt, dass ich HIV-positiv bin. Meine Mutter hat mich unwissentlich mit der Geburt angesteckt und daraufhin ist für sie natürlich eine Welt zusammengebrochen. Meine Mama hat mich geliebt, hast du gesagt. Das ist so. Ganz sicher. Das weiß ich wirklich. Ich habe ganz früher gedacht, ich einfach, meine Mama will mich nicht mehr haben, wo sie mich weggetan hat. Oder irgendwie so. Weil da war ich noch klein, da konnte ich es nicht verstehen. Das kann ein Kind nicht verstehen können. Meine Mutter hat allerdings sich selbst vernachlässigt und hat auch die Sorge für mich vernachlässigt, hat mir die Medikamente nicht gegeben, was der Grund ist, warum dann das Jugendamt auf uns aufmerksam geworden ist. Und 2004 ist meine Mutter an AIDS gestorben, weil sie ihre Medikamente nicht genommen hat und somit dann die Krankheit bei ihr auch ausgebrochen ist. Und ich war natürlich sehr traurig als kleines Kind und habe dann auch geweint. Aber rückblickend war es eine Erleichterung. Ist ja schon jetzt 6 Jahre. Ja. Dann. 6 Jahre, ja. Stimmt. Im Juli, glaube ich. Du warst in der ersten Klasse. Ja. Als ich 6 Jahre alt war, bin ich dann zu der Pflegefamilie gekommen, bei der ich jetzt immer noch lebe. Diese Familie ist für mich wie meine leibliche Familie. Also seit ich diese Familie habe, gibt es für mich auch nichts anderes mehr. Corinne, wann kommst du am Freitag von der Uni heim? Ich habe Freitag, glaube ich, bis 17 Uhr Uni. Meine Familie hat vor 3 Jahren diesen Schlosswirt in Brandenburg übernommen, das ist in der Nähe von Rosenheim. Und dadurch, dass ich eine große Hilfe sein kann, hatte ich mich entschieden, eben wieder zurückzukommen. Das machen wir schon irgendwie. Dadurch, dass ich ja oft von einer Familie zur anderen geschoben wurde, bevor ich in die jetzige Pflegefamilie gekommen bin, habe ich halt auch wahnsinnige Verlustängste. Sobald ich jemanden kennenlerne, ob es jetzt freundschaftlich oder auch beziehungstechnisch ist, ich klammer mich an diesen Menschen, ich habe Angst, ihn zu verlieren. Und das sind Sachen, die kommen aus der Vergangenheit. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, einen Weg zu finden, um, ich sag's mal, alleine im Leben klarzukommen. Das sind jetzt aber nicht alles deine Tabletten. Nee. Was? Aber du weißt genau, welche du nehmen musst. Das hast du gelernt, oder? Ja. Seit ich ein kleines Kind bin, nehme ich Medikamente jeden Tag. Und alle 3 Monate fahre ich zur Kontrolle zum Arzt. Da wird dann Blut abgenommen und einfach geschaut, ob mein Blutbild in Ordnung ist. Und darfst du das, wenn du woanders schläfst, normal immer sagen? Erzählst du das den Müttern da oder so? Nee, eigentlich nicht, weil die haben dann meistens immer so Angst. Und dann vielleicht, dass es so ansteckend ist, dass ich gar nicht mehr zu mir hingehen können. Dann vielleicht Freunde verliere oder irgendwie sowas. Meine Pflegemutter wollte eigentlich von Anfang an offen mit diesem Thema umgehen, weil sie es blöd fand, irgendwas zu verheimlichen, weil sie wollte mich ja auch als rechtschaffende Menschen erziehen, man soll nicht lügen, man soll keine Geheimnisse haben. Und wir haben dann aber recht schnell gemerkt, dass die Leute anders reagieren, dass sie Angst haben, dass sie Vorurteile haben. Und aus Angst, dass ich dann die Schule eventuell verlassen müsste, haben wir uns dazu entschlossen, erstmal nicht darüber zu sprechen, bis ich mit der Schule fertig bin. Und danach habe ich die freie Entscheidung, die freie Wahl, ob ich darüber reden möchte oder nicht. Ciao. Mit Sophie bin ich jetzt schon über 20 Jahre befreundet. Sie ist 5 Jahre jünger als ich. Und die ganze Kindheit, die ich nicht hatte bei meiner leiblichen Mutter, habe ich mit Sophie so ein bisschen nachholen können. Und wir haben uns dann ganz gut ergänzt. Also sie war ihrem Alter schon sehr weit voraus und ich
habe dann quasi mich wieder ein bisschen ihr angepasst. Und deshalb war das für uns noch nie ein Thema, dass wir irgendwie 5 Jahre Altersunterschied haben. Sie wusste halt nie, welche Krankheit ich habe, weil sie einfach noch zu jung war. Also sie hätte mit dem Begriff HIV nichts anfangen können. Coco muss immer Tabletten nehmen. Das hieß dann halt, ja, so, warum? Und dann war das halt so, ja, damit es ihr einfach gut geht, für die Gesundheit. Und dann war das halt, okay, passt. Also die Sophie ist auf jeden Fall meine beste Freundin, kann ich so sagen, die mich eben schon sehr lange Zeit begleitet und mich besser kennt als jeder andere. Ich habe mir als Kind natürlich oft gewünscht, meinen Freunden von meiner Krankheit zu erzählen und einfach darüber sprechen zu können. Also meine ganzen Klassenkameraden wussten, dass ich Pflegekind bin, wussten auch, dass mich ein Kamerateam begleitet hat all die Jahre. Aber sie wussten nie, um was es wirklich geht und dass ich diese Krankheit habe. Und natürlich, als ich dann in der Teenagerzeit war und dann die ersten Jungs kennengelernt habe, wollte ich natürlich auch mit ihnen offen über meine Krankheit sprechen, auch aus Respekt, bevor man dann die ersten sexuellen Erfahrungen macht. Und ich konnte halt darüber nicht reden. Und das hat mich schon belastet, dass ich nicht frei von mir erzählen konnte. Wir haben gemerkt, das ist ein Thema, das muss auf jeden Fall mehr an die Öffentlichkeit, man muss darüber mehr reden. Und deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, auch eine Dokumentation zu machen und mein Leben zu zeigen, auch den Leuten zu zeigen, dass ich ein Leben wie jeder andere habe, dass es eigentlich nicht schlimm ist. Und mich dann auch mit der Veröffentlichung von dem Film zu outen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen und habe dann auf Fuerteventura in einem Club gearbeitet. Es war geplant, dass ich ein Jahr lang ein bisschen mit Kindern arbeite, einfach Erfahrungen sammle und dann wieder zurückkomme. Grundsätzlich gibt es keine Pflicht, über diese Krankheit zu reden. Dann war aber natürlich irgendwann dieser Moment gekommen, wo mein Film veröffentlicht wird. Und wir sahen uns in der Pflicht, dann meinem Chef erstmal davon zu erzählen. Das ging ja dann so weit bis zur obersten Geschäftsleitung. Und die haben sich dann dazu entschlossen, als Konzern komplett hinter mir zu stehen, was mich wahnsinnig glücklich gemacht hat, weil ich kurzzeitig Angst hatte, dass ich jetzt gehen muss. Und als der Trailer von meinem Film rausgekommen ist, habe ich den einfach kommentarlos an alle, die von dem Film wussten, geschickt. Ich muss auch gleich mitleiden. Nein, ich muss sagen, ich habe ja nie damit gerechnet, dass Coco halt dann doch irgendwie so, ich sag mal, eine schlimme Krankheit am Fressen hat. Und nein, ich muss kurz warten. Hab ich Panda-Augen? Gut. Okay. Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass halt das doch irgendwie so, dass der Film eben adrattet, weil Coco halt doch irgendwo, ja, unheilbare Krankheit bisher und ja, schlimme Krankheit eigentlich ja hat. Und war natürlich mit der Debatte jetzt auch nicht so aufgeklärt. Für mich war halt HIV ist gleich AIDS und das bedeutet halt, dass Coco irgendwann natürlich sterben wird vielleicht. Also so habe ich das halt assoziiert, weil ich dort nicht so mit dem Thema natürlich einen Mini befasst hatte. Man war ja jetzt kein Grund da. Dementsprechend habe ich dann natürlich den Trailer angeschaut und war erstmal richtig so, oh mein Gott, jetzt stirbt die bald und geht's sehr gut. Und dann haben wir aber ja relativ schnell telefoniert und dann hat sie mir da aufgeklärt, gesagt, durch die Medizin, wie es jetzt ist, passt alles und du musst ja keine Sorgen machen. Und Coco ist immer nur die Coco. Und sie ist, also war ja nie, also ich habe sie ja nie anders kennt und von dem her, ja, ist immer nur. Genau, also das war, ja, na. Es ist schon eine sehr große Erleichterung, dass ich jetzt einfach frei darüber sprechen kann. Also ich weiß, die Leute reagieren gut und ich muss kein Geheimnis mehr draus machen. Also das ist schon echt ein schönes Gefühl und erleichtert mir die Krankheit insgesamt sehr. Das Team ist Ginzo Bleier wünscht euch einen wunderschönen Urlaub, einen wunderschönen Aufenthalt. Genießt die Tage bei uns. Bis später, hasta luego!
habe auf Fuerteventura dann meinen ersten Freund kennengelernt. Hola. Das war ein Spanier, der durch dieses Outing auch von der Krankheit erfahren hat. Wir waren dann ein Jahr lang zusammen und waren auch sehr glücklich zusammen. Und da er mein erster Partner war, war er natürlich auch der Mann, mit dem ich mein erstes Mal hatte. Wie bin ich auch aus der Manier? Was ist das? Vamos a la playa? Mal. Y hoy por la noche? Dime. Edu ya ha hablado contigo? Tschüss. Ja, hoy. Ah, para hoy no. Ich war natürlich verunsichert so die ersten Monate. Okay, wie machen wir das dann am besten? Klar, verhüten wir, aber ich wollte einfach, dass ich mich da selber wohlfühle, dass ich selber sicher bin. Weil wenn ich verunsichert gewesen wäre, dann hätte ich ihn da auch verunsichert in dieser Situation. Das Wichtigste war einfach nur, dass er mir vertraut. Ich habe gesagt, ich weiß, wann du dich anstecken könntest und wann nicht. Und ich möchte einfach, dass du mir vertraust, dass ich auf uns aufpasse, dass nichts passiert. Und das hat er getan. Ich war erleichtert, dass wir es irgendwann gemacht haben, weil ich glaube, es war ein großer Schritt, dass wir uns noch besser verstehen. Und ich glaube auch, dass es für ihn sehr wichtig war. ¿Qué te dijeron del sexo? ¿Qué te preguntaron? ¿Cómo estaba la primera vez? Y cosas así. ¿Que ha cambiado algo después? Muy divertida con bebidas y fiesta con amigos. Yes. Sonne, Strand, Meer, im Paradies leben, das war schön. Aber es war auch so eine Traumwelt, mehr oder weniger. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich sollte vielleicht auch mal was Ordentliches machen, eine Ausbildung, ein Studium oder irgendwas, um auch dann in Deutschland irgendwann Fuß fassen zu können. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich glaube auch. Ganz viel Spaß. Ja. Ich muss ich doch weinen. Ich dachte, ich weine nicht. Auf zu weinen. Dann habe ich meinen Job dort gekündigt und bin zurück nach Deutschland gegangen. Es war für mich schwer, Fuerte zu verlassen, weil ich natürlich eine sehr starke Bindung zu vielen dort aufgebaut habe. Im Oktober 2022 habe ich mich dazu entschieden, ein Studium anzufangen. Und da ich ja schon lange Zeit gearbeitet habe, war für mich klar, ich möchte kein Vollzeitstudium machen, sondern ein duales Studium. Hallo. Es ist tatsächlich auch ein BWL-Studium, allerdings mit Schwerpunkt Hotel- und Tourismusmanagement. Und da es ein duales Studium ist, musste ich mir natürlich einen Praxispartner suchen. Und ich hatte Glück, dass mich der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband angenommen hat. Also wir sind begeistert von der Corinne und auch sehr glücklich, dass sie bei uns ist. Und das dann bitte der Isabella geben und der Julia Rücksprache. Dann kannst du das nämlich wieder mitnehmen. Danke. Und dann passt das alles soweit. Wunderbar. Danke. Also dass die Corinne HIV infiziert ist, wussten wir nicht bei der Einstellung. Aber es hätte auch nichts geändert, wenn wir es gewusst hätten. Also das ist überhaupt kein Thema. Und ich habe es dann mitbekommen, die Corinne geht ja auch sehr offen damit um. Und wenn man sich dann austauscht, Hut ab, wie du mit dem Thema umgehst. Das ist sicherlich nicht leicht. Aber es hätte auch überhaupt nichts geändert, wenn wir es jetzt vorher gewusst hätten oder nicht. Ich glaube, das ist alles bestens so. Verglichen zu vor 10 Jahren ungefähr, bin ich viel entspannter da reingegangen. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt so offen drüber reden kann und einfach selbst entscheiden kann, wann kann ich es erzählen und wie erzähle ich es. Aber wenn mir jemand etwas bedeutet, dann ist trotzdem noch so ein bisschen die Angst, okay, was passiert, wenn der jetzt doch nicht so reagiert, wie ich es mir wünschen würde. Diese
diese Muster von der Vergangenheit, die mich teilweise immer noch in der Gegenwart jetzt einholen, das sind Sachen, die, finde ich, sollten noch bearbeitet werden. Weil ich merke halt jetzt, wenn ich neue Leute kennenlerne, wenn ich neue Beziehungen eingehe, dass sich das immer wieder negativ auswirkt. Also, dass ich glaube, dass ich anders auf Menschen zugehen könnte, wenn ich das alles nochmal behandle und nochmal irgendwie aufarbeite. Medikamente. Gut. Wir sind gerade bei meinem Hausarzt und ich bekomme heute das erste Mal diese HIV-Spritze. Das bedeutet, ich muss jetzt keine Medikamente mehr nehmen. Die nächsten 8 Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt keine Medikamente mehr nehmen muss. Das ist schon eine große Entwicklung, das muss man tatsächlich sagen, dass man von 30 Tabletten am Tag auf eine Spritze alle paar Wochen, das ist schon erstaunlich, wie die medizinische Entwicklung da fortschreitend war. Und das ist schon ein großer Erfolg natürlich auch. Dann Pix nochmal. Da sind wir schon fertig für heute. Das geht ja schnell. Und dann sehen wir uns in 4 Wochen. Wunderbar, vielen Dank. Servus, für dich. Ich hatte als Kind immer im Kopf, ich möchte unbedingt Mutter werden, bevor ich 30 bin. Naja, jetzt bin ich 27, also das haut so zeitlich nicht mehr ganz hin. Aber ich möchte nach wie vor Kinder haben und ich wünsche mir auch, dass ich irgendwann einen Partner habe und eine Familie gründen kann. Ich genieße nach wie vor auch die Zeit hier mit meiner Familie und mit meinen Nichten und Neffen und werde auf jeden Fall in der Gegend bleiben, sage ich mal. Und vielleicht hier in irgendeinem Nachbarort dann irgendwie meine eigene Familie gründen mit kleinem Garten und ja. Where will my journey take? Who will be waiting for me? It isn't a dream. I will find myself. Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte anderen Menschen Mut gemacht habe. Und solltet ihr noch Fragen haben, dann könnt ihr euch gerne jederzeit bei mir melden.